Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hengsterbox von Psychodino. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hengster von Psychodino, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier Psychodino auf dem Cover abgebildet, mit einer Waffe, die er auf die Schulter gelegt hat, und mit zwei Hunden. Jawohl, also in diesem Fall so zwei weiße Pitbulls, oder ja, Pitbull Terrier sind das, soweit ich weiß. Hier oben lesen wir dann Hashtag Hengster Psycho Dino. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Auf der Seite lesen wir dann auch nochmal Interpret plus Albumtitel. Und hier unten dann Chimperator, beziehungsweise hier der Code CHI. Das ist ja das Label Chimperator. Dann haben wir auf der Rückseite die gesamte Tracklist. Hier oben rechts gibt es noch einen Barcode und hier unten die Credits. Also, wir haben hier einmal Hengster Premium Edition inklusive geilem Extra-Scheiß. Alles klar. Wir haben hier 14 Tracks und nachdem Psychodino eher als DJ oder Produzent aktiv ist und nicht als Rapper, haben wir unfassbar viele Features mit dabei. Und zwar haben wir hier, ich weiß nicht wie viele, also jede Menge. Wir kommen noch dazu, wenn wir das Album genauer anschauen. Ich erspare euch jetzt die ganzen Features hier mal aufzuzählen. Wir haben dann noch eine Instrumental-CD plus geiler Extra-Scheiß. Was kann man darunter verstehen? Wir haben hier dann nochmal 7 Tracks, die gibt es oben drauf. Das sind Remix-Versionen. Plus eine schicke Goldkette, Hengster-Quartett und ein Turnbeutel Deluxe. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal hinein. Die Box geht hier oben auf, der Deckel. Dann haben wir hier einmal zuerst den geilen Extra-Scheiß. Dann haben wir das Album an sich, Hengster. Das Quartett. Den Turnbeutel. Und natürlich die schicke Kette. So, die Box von innen glatt schwarz, so sieht das aus. Machen wir mal zur Seite. Und nachdem hier nichts mehr in Folie ist, starten wir direkt mit dem Album an sich. So sieht das aus, also Cover ident, wie auch schon auf der Box gesehen. Auf der Seite lesen wir dann hier wieder auch Psychodino, Hashtag Hengster. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt eben 14 Tracks plus nochmal 7 Remix-Tracks. Und wir haben, wie gesagt, ohne Ende Features. So, jetzt kommen wir zu den Features. Wir haben Features von Sido, Crow, Haftbefehl, Die Atzen, Rockstar, also Rockstar, Bassultan Hengst, Teezy, Bartek, Palina Power, wen haben wir hier noch? Patrice, Olli, Banjo, beziehungsweise Wunderkind, ja, Capo, Larry, Schwester Eva, Kars, Echo Fresh, DCV DNS, Chuck English, Megalo, Dachuan, Olsen, Celo und Abdi, Sam, Muso, Julian Williams, Weekend, also wie gesagt, die Featureliste kann sich echt sehen lassen. Plus dann eben noch die diversen Tracks, 7 sind es in den Remix-Versionen. Ja, dann hier Remix-Versionen unter anderem, was haben wir hier? Einen Schuko Remix, G-Futuristic Remix, Easy B Remix, also jede Menge Zeug hier mit drauf. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier ein Digipack. Und vielleicht noch ganz kurz was zum Namen. Hengster, das kommt daher, dass Psychodino auf diesem Album versucht hat, die zwei Elemente, nämlich Gangster und Hipster, zu mischen, beziehungsweise ja, zu fusionieren. Und daraus ist dann diese Wortschöpfung Hengster geworden. Denn auf diesem Album, er ist ja selber ein Hipster, beziehungsweise hat auch Hipster-Rapper mit auf dieses Album geholt und natürlich auch Gangster-Rapper. Und auf seinem Album sieht man, dass das kein dass sich das nicht unbedingt ausschließen muss, sondern dass das auch ganz gut harmonieren kann. Okay, wir haben hier einmal das Booklet mit den einzelnen Tracks hier aufgelistet. Wer war daran beteiligt? Etc. Dann haben wir hier wieder einen der beiden Hunde mit dabei. Das Booklet auch komplett in diesem schwarz-dunkelblau gehalten. Schöne Farbe. Dann hier mal, ja, das ist wohl der Inbegriff eines Hengsters. Hier eben so ein Hipster-Outfit, allerdings mit zwei Waffen, also das ist ein Hengster, wie er im Buche steht. Weitere Aufnahmen. So sieht das aus.
Dann hier noch die Remix-Versionen. Und dann haben wir hier noch eine riesengroße Danksagung. Gut. So, das soweit zum Booklet. Dann haben wir hier auch wieder dieses Foto. Zwei CDs. Und zwar haben wir hier eben das Album in der Premium-Version. Und dann haben wir hier die Instrumentals zum Album. Zwei CDs. Sieht so aus. Von hinten auch wieder diese schwarz-blaue Optik. Dann machen wir das Booklet mal wieder rein. Und mit Album und Instrumentals nicht genug. Jetzt haben wir dann auch noch diese Bonus-CD hier, den sogenannten geilen Extra-Scheiß. Dieser kommt in einem Digisleeve, in einer Papphülle. Und wie gesagt, hier haben wir dann die Bonus-Tracks, 7 Stück an der Zahl. Sieht dann so aus. 7 Remix-Tracks. Jawohl. In der Papphülle. Dann haben wir die schicke Halskette. Die sieht so aus. Also so eine Mischung aus so Kupferfarben und Gold. Sehr dicke Kette, also sehr starke Elemente und wiegt auch einiges. Also das ist echt eine sehr schwere Halskette. Und hier oben dann eben der Verschluss. Und dann kann man das Ganze entsprechend zumachen. Beziehungsweise hier dürfte sich die Kette gelöst haben. Kann man dann hier wieder reinmachen und dann mit Hilfe dieses Verschlusses hier dann die Größe entsprechend variieren. Schöne Sache. Also mit dieser Kette kann man dann wirklich sein Hengster-Outfit komplettieren. Und dann haben wir noch einen Turnbeutel mit dabei. Dieser so klassisch in diesem Beige-Ton gehalten. Und hier lesen wir dann unten wieder Hengster Psychodino. Rückseite blank. Und wir haben dann hier wieder so zwei Seile, mit der man das Ganze, mit der man den Turnbeutel dann hier zumachen kann. Und so sieht das Ganze dann hier unten verarbeitet aus. Kann man dann natürlich in den Längen hier anpassen. Schauen wir noch, ob wir hier einen Zettel haben. Jawohl. Und zwar haben wir hier Westford Mill. Und wir haben es hier zu tun mit einem W110 Natural, Ethical Produced, chlorfrei. Jetzt würde mich nur interessieren, was das für Material ist, aber ich befürchte, wir haben hier keinen weiteren Zettel. Wir schauen nochmal kurz, wir drehen den mal auf links. Nein, also es dürfte echt der einzige Zettel sein. Und hier steht sonst nichts weiter über das Material. Ich gehe mal stark davon aus, dass es sich hierbei um 100% Baumwolle handelt. Gut. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch dieses Quartett. Das kommt in so einer Plastikhülle. So. Und dann haben wir hier ein Kartenquartett. Und dann haben wir hier auch gleich mal die Anleitung. Also, hier könnt ihr euch das Video an dieser Stelle kurz anhalten, um diese Anleitung hier durchzulesen. Ich erspare euch das an dieser Stelle, um das Video nicht noch unnötig in die Länge zu ziehen. Und zwar, was vielleicht die Besonderheit ist, was wir hier unten noch kurz lesen können. Also, es gibt 5 Trumpfkarten im Spiel. Sie gewinnen immer in ihrer Kategorie. Egal, ob ihr am Zug seid oder euer Mitspieler, es gibt immer eine Karte, die gegen den Trumpf immun ist und automatisch gewinnt. Alles klar. Also wir haben dann, was ich sehr schön finde hier, eine bunte Auswahl der verschiedenen Rapper, die hier auf dem Album mit dabei sind, wie zum Beispiel Capo. Und jede Karte hat dann hier so 5 Messwerte. Und zwar sind die Alter, Sneaker, höchste Chartplatzierung, Gigs 2013 und Street Credibility. Also diese 4 Kenngrößen gibt es hier. Und anhand dieser kann man sich dann duellieren. Bedeutet, wenn wir zum Beispiel das am Beispiel Chill und Abdi nehmen, man kann dann sagen, ich habe Chill und Abdi, ich habe eine Street Credibility von 5. So, und der andere Spieler, der jetzt in diesem Fall hier Palina hätte in diesem Fall dann nur 3. Bedeutet, Chill und Abdi würden bei Street Credibility Palina schlagen. Sie würde dafür bei Sneaker mehr als das 10-fache haben. Also, ich glaube, ihr kennt das Prinzip. Ich habe das damals vor allem so mit Autos, Autoquartett gespielt. Und was man vielleicht jetzt noch zeigen kann. Erstens mal, es gibt eine Bonuskarte, und zwar deine Karte.
Hier kann man sich selbst eintragen. Hier steht auch, hier bist du Teil von Hengster. Und bezüglich dieser Trumpfkarten, jawohl, also wir haben hier die Trumpfkarten, 5 Stück an der Zahl. Wenn wir uns das zum Beispiel hier anschauen, also hier Babo, man muss nur seinen Namen sagen und schon zittern alle Knie. Vor dem Babo haben Hipster sowie Gangster Angst, er gewinnt bei Street Credibility. Also wenn jemand die Street Credibility ausspielt, gewinnt diese Karte automatisch. Allerdings, was steht hier? Immun. DCVDNS bringt Menschen für 500 Mark um. Er gewinnt gegen den Babo. Also, solche Sachen gibt es dann in jeder Kategorie, dass die Trümpfe auch von jeweils einer Karte geschlagen werden können, beziehungsweise eine Karte gegen diese Trumpfkarte immun ist. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut, gerade auch von der Gestaltung und von der Kreativität ist das echt mal was Neues und nicht so ein 0815 Kartenspiel kann man auf jeden Fall mal machen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Kartenspiel, dieses Hengster-Quartett. Dann haben wir den Turnbeutel in diesem Beige mit schwarzem Aufdruck. Den geilen Extra-Scheiß, die 7 Remix-Tracks im Biggie-Sleeve. Die Halskette und natürlich das Album an sich, inklusive der Album-Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box Hengster von Psychodino. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Psychodino unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.